meine hübschen Haseleins. Ja, ich verberge mich hinter dem Türchen 21 vom beautifulen Adventskalender, den die liebe Maumaus, die liebe Franzi, mal wieder ganz liebevoll und toll gestaltet hat. Und vielen, vielen Dank, liebe Franzi, dass ich mitmachen durfte. Als allererstes verlinke ich euch ihr Video unten in der Infobox, weil ihr auch am 24. noch ganz tolle Gewinne gewinnen könnt von verschiedenen YouTubern. Also ganz toll. Also wenn ihr jetzt bei einem Türchen nicht gewinnt, ist das gar nicht schlimm, weil ihr habt am 24. nochmal eine riesengroße und geile Chance. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich. Und ich wollte euch eigentlich, weil wir, die Maumaus hat das diesmal, also die Franzi hat das diesmal so gemacht, das finde ich total cool, dass wir noch was Weihnachtliches in dem Video mitmachen wollen. Und backen, ich hasse backen, ich backe jetzt zwar mittlerweile, aber ich hasse es, ich koche viel lieber, als dass ich backe. Und deshalb dachte ich, wie cool wäre es denn, wenn ich mit euch meinen Baum schmücke. Aber das Problem ist, das ist übrigens extrem winterlich, was ich hier auf dem Kopf habe. Ja, das sind keine Blumen, das sind Schneeflocken, die übereinander geklatscht sind. Und ich wollte, wie gesagt, das Video mit dem Baumschmücken machen. Das Problem ist aber, unsere Kette, unsere Lichterkette, die wir bestellt haben bei Amazon, liegt bei unserem Nachbarn, weil wir nicht da waren. Und jetzt ist das Problem, mein Weihnachtsgeschenk liegt auch bei unserem Nachbarn. Also das, was mein Freund für mich bestellt hat, keine Ahnung was, aber es liegt bei unserem Nachbarn. Und der ist nicht da. Der macht nicht auf. Und das ist ziemlich scheiße, weil erstens kann ich das Video nicht machen. Und zweitens will ich endlich meinen Baum schmücken, weil er steht hier, er ist wunderschön. Wir haben dieses Jahr eine Notmantanne, er ist riesig. Ich zeige ihn euch auf jeden Fall auf Instagram, Link unten in der Infobox. Und aber, wie gesagt, ich habe nicht die Möglichkeit, weil erst Kugeln aufzuhängen und dann die Lichterkette ist ja mal total bekloppt. Und dann, bevor ich noch irgendwas sage, wollte ich mich bei der lieben Julia bedanken, meine Süße. Die hat mir nämlich ein Paket geschickt, eine ganz, ganz tolle Followerin von mir auf Twitter. Und unter anderem war der Tee drin und du bist, ja genau, das ist wieder ganz schlau, dieser hier. Und du bist so eine Maus, echt alle Sachen, die da drin waren. Ich trinke übrigens gerade den Tee, weil der so lecker ist. Das ist hier der Himmelszauber, der mir viel besser schmeckt als dieser Wintertraum oder Winterzauber oder Hüttenzauber. Himmelszauber ist das Geilste, wirklich, ohne Scheiß. Mhm. Und da wollte ich mich nochmal bedanken. Ich habe nämlich extra ein Video gemacht, deswegen mir rutscht das Ding hier vom Kopf weg. Und ich habe letztens meine kompletten Videos gelöscht. Wer mir auf Twitter verfolgt, der hat das Elend mitbekommen. Echt, ich habe so geheult, alles gelöscht. Ich hatte sogar noch ein Video, wo Oskar Welbe war. Ich habe alles gelöscht. Und wenn ihr jetzt sagt, ganz schlau haben geschrieben, ja, guck doch mal ein Papierkorb. Ja, so schlau bin ich auch. Da war es aber nicht mehr drin. Also das war zu eine große Datei, also wurde es gleich komplett gelöscht. Ist jetzt egal. Ich werde auch von ihrem Paket nochmal ein Foto auf Instagram posten. Ich habe mich so gefreut. Vielen Dank. Und ja, jetzt fangen wir aber an. Fangen wir als erstes damit an, weil ich habe auch noch was Schönes für euch, auch wenn es kein Weihnachtsbaumschmücken ist, aber ich glaube, darüber freut ihr euch auch. Wir fangen als erstes damit an, was ihr gewinnen könnt. Und ich bin neidisch. Denn ihr könnt gewinnen ein Kamin. Nicht Kamin, sondern Kamin, Kletteisen in einer Limited Edition. Und wo das ankam, die Firma hat mir das zugeschickt. Ich verlinke die Firma unten in der Infobox. Auch vielen, vielen Dank an Viviana, mit der ich mir die ganze Zeit geschrieben habe. So eine Liebe, weil ich wollte eigentlich einen Lockenstab, weil mit dem Kletteisen kann ich nicht viel anfangen. Und da hat sie gesagt, ich schicke dir das trotzdem zu. Entweder du probierst es aus oder du verschenkst an deine Abonnenten. Und das mache ich jetzt. So kommt es her. Also es hat auch noch so eine Hitzeschutztasche. Ey, da bin ich so neidisch, weil mein Kletteisen hat keine Hitzeschutztasche, mein GHD. Und das ist auch mit Keramikplatten und ich glaube noch irgendwas, das steht auch mit auf der Internetseite, was die Haare nochmal extra zum Glänzen bringt. Und meine Freundin hat sich das Ding bestellt, wo sie das bei mir gesehen hat. Und die hat dunkle Haare. Wisst ihr, wie die glänzen, wenn die sich die damit klettet? Das ist der Hammer. Das ist absolut krass. Und nun kommt das Tolle, es ist eine Limited Edition und deshalb bin ich so neidisch auf denjenigen, der es gewinnt. Guckt euch das mal, ich habe es noch nicht ausgepackt. Es ist pink, es ist einfach mal pink. Und es ist nicht so ein, ach, das ist so ein metallisches Pink. Oh, das ist so geil, so geil. Ich will es jetzt nicht auspacken, weil es ist hier oben auch noch zugeklebt.
Also das könnt ihr gewinnen bei mir. Einer von euch kann dieses geile Kletteisen im Wert von einfach mal 130, bin mir nicht mehr sicher, 130 oder 140 Euro gewinnen. Ist ja egal wegen den 10 Euro. Also das könnt ihr bei mir gewinnen. Ihr habt, wie gesagt, dann hier noch die Hitzeschutztasche dazu. Da könnt ihr das Kletteisen, wenn es heiß ist, reinpacken. Ist überhaupt kein Stress. Und da das aus Amerika kommt, habt ihr ja hier diesen komischen Stecker und deshalb haben die mir noch zwei Adapter mitgeliefert, damit ihr das gleich zu Hause benutzen könnt. Die lasse ich euch natürlich mit drin. Und wie gesagt, gleich wenn es heiß ist, könnt ihr das hier reintun oder wenn ihr klettet, könnt ihr das dann hier drauflegen, sofort, auch wenn es noch heiß ist. Weil wie gesagt, das ist so eine Tasche mit Hitzeschutz, also da kann quasi nichts passieren. Und ich hoffe, das ist jetzt bei euch nicht so. Jedenfalls, das ist es. Das könnt ihr gewinnen. Ihr habt hier drin, weil das ist eine limitierte Edition, wie gesagt, habt ihr noch so eine, wie bei GHD, die Produktnummer von eurem Kletteisen quasi. Also das ist wirklich eine limitierte Sache und das wird auch nicht so oft hergestellt. Und ja, das ist mit drin und dann habt ihr noch eine kleine Gebrauchsanweisung mit drin. Also ganz, ganz schick gemacht. Und ich packe das jetzt hier ganz schnell wieder ein, dass ich es mir nicht weiter angucken muss, weil ich bin wirklich, wirklich neidisch, weil es einfach mal so ein Schmuckstück ist und schon alleine wie das eingepackt ist und gleich mit Hitzeschutztasche, also wie nennt man denn das? Hitzeschutztasche heißt das doch nicht, ist ja egal. Jedenfalls, hallo, das könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, das Gewinnspiel geht bis zum 15. Januar. Also ihr habt ein bisschen Zeit, weil ich bin ja jetzt erst relativ spät dran. Wenn ich das bis zum 30. mache, finde ich das doof. Und so habt ihr wirklich Zeit. Und ich wollte erst fragen, ja, warum wollt ihr das Kletteisen haben? Schreibt es in die Kommentare. Nein, ich mache es ein bisschen schwieriger. Ihr müsst kein Abonnent sein, weil ich möchte, das hat die Ebro letztens im Video gesagt, das fand ich total treffend, ich möchte, dass ihr meine Videos guckt, weil ihr sie mögt und nicht, weil ihr was gewinnen könnt. Aber um das lösen zu können, müsstet ihr mich schon eine Weile kennen. Denn ich möchte von euch wissen, was fehlt an mir in diesem Video? Ich gebe euch auch keine, ich wollte euch erst noch Tipps geben, aber nee, dazu ist das, also das Kletteisen wirklich, also das gebe ich nicht weg, um wenn ich jetzt hier noch einen Haufen Tipps gebe. Ich möchte von euch wissen, was fehlt an mir in diesem Video? So. Und jetzt fangen wir an mit dem weihnachtlichen Teil. Es ist eigentlich gar nicht so weihnachtlich, aber ich wollte euch meine Lieblings-Winterdüfte, Herbst eigentlich schon nicht mehr, es sind schon eher Winterdüfte, für den Herrn zeigen. Sicherlich werdet ihr jetzt sagen, ja, als Geschenkidee ist es jetzt schon ein bisschen zu spät. Erstens ist es das nicht, weil bei Douglas könnt ihr zum Beispiel noch bis zum 22. bestellen, also noch bis morgen hättet ihr Zeit und es wäre am 24. da. Und Douglas hat ja auch nochmal am Montag oder am Dienstag auch und sicherlich andere Parfümerien auch. Deshalb denke ich, ist es nicht zu spät und es gibt ja auch Geburtstage, die jetzt kommen oder vielleicht einfach mal so, dass ihr sagt, ich möchte meinem Schatzi was schenken oder ihr habt Jahrestag. Und deshalb zeige ich euch jetzt die Düfte. Als erstes ein ganz, ganz toller Duft ist von Om Wild. Das ist wirklich richtig geil. Das ist, oh Gott, ich liebe das. Das ist kräftig, das ist würzig und das hat aber auch eine leicht süße Note. Das finde ich eine total verrückte und geile Kombi. Oh, das riecht, oh Gott, das riecht so geil. Das riecht wirklich absolut männlich und sexy, aber auch so ein bisschen trotzdem noch jugendlich, weil es eine leicht süße Note hat. Ich sag, ich weiß, dass viele Männer den tragen und ich weiß, dass vielleicht auch eure Männer den tragen, aber ich sehe es so, deshalb sage ich es jetzt, es hat nicht so eine billig süße Note wie Paco Rabanne 1 Million und Le Male von Gaultier. Also es ist wirklich ein richtig geiler, intensiver Duft, den man auch nicht so häufig riecht, weil er eben die Kombination von herb, sehr herb, würzig und süß hat, finde ich total geil. Richtig toller Duft. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr noch was sucht. Den kann ich mir für einen Papa vorstellen, den kann ich mir aber auch für einen Freund vorstellen. Ich sag mal so, von 25 bis 100. Also unter 25, also jetzt an einem 18-Jährigen, dafür wäre mir zu schwer, aber ansonsten geil. Dann habe ich noch einen Duft, der geht von 15 bis 100 und zwar ist das für mich generell, das ist auch ein Duft, wo ich sage, den würde ich jetzt nicht mal sagen, Winter, Sommer, Herbst, da geht es ganz klar.
Und das ist Armani-Code von Armani für den Herrn. Der riecht, wenn ihr an der Flasche riecht oder wenn ihr den aufsprüht auf dem Streifen, absolut unspektakulär, finde ich. Das ist ein Duft, den müsst ihr auf der Haut von eurem Freund, von eurem Papa, von eurem Mann, von eurem Bruder, müsst ihr den riechen. Weil der entwickelt sich so geil, ich muss mal nochmal einen Tee, ich habe nämlich einen ganz trockenen Hals, weil ich schon so viel gelabert habe, ey. Den müsst ihr auf der Haut riechen, der riecht phänomenal, ist für mich mit einer der schönsten Herrendüfte, die es gibt überhaupt. Und der geht immer. Und das ist halt so ein Duft, den könntet, also ab 15 kann man den auch, aber ich sag mal, ab 15 ja schon, wird jetzt noch kein Armani tragen, im Normalfall jedenfalls nicht. Und den finde ich wirklich, wirklich klasse und der geht immer. Und den finde ich auch an meinen Freunden, ich habe den schon an vielen Männern gerochen, nicht weil ich schon 40 Männer hatte, sondern einfach berufswegen. Und der riecht auf einer Männerhaut so geil. Also ich habe den sich noch nie schlecht entwickelt gerochen. Ich habe den immer nur positiv in Erinnerung. Armani Code für den Herrn, top. Und dann jetzt noch ein Schatz. Oh, Liebe! Das ist aber ein Duft, wo ich sage, da müsst ihr wirklich würzige Düfte mögen für den Herrn. Und zwar ist das von Viktor und Rolf Spice Bomb. Erstmal eine übelst geile Flasche, hammermäßig gemacht. In der Werbung läuft er jetzt dauernd und in der Werbung wird er als neu abgestempelt. Er ist nicht neu, also das finde ich immer total krass. Definiere neu, den gibt es schon seit vorigem Jahr, also so neu finde ich den jetzt nicht. Der ist Hammer, der ist Spice Bomb. Und so riecht er auch. Also er ist würzig, herb, männlich und trotzdem geil. Er riecht nicht wie Opa unterm Arm hier von wegen Tabak oder so, überhaupt nicht. Brauche ich gar nicht dran riechen. Ich weiß schon, weil mein Freund den in letzter Zeit so oft trägt. Der riecht einfach so Hammer und der riecht so intensiv. Also es ist wirklich ein krass intensiver Duft. Der verfliegt auch nicht so schnell. Also der hält wirklich lange, obwohl Männerdüfte sowieso in der Regel immer etwas länger halten. Die drei Düfte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, halten alle super lange. Das ist für mich was, wo ich sage, da lege ich gerade bei einem Herrenduft viel Wert drauf. Weil eine Frau ist so, die sagt sich, ja, ich nehme meinen Duft in der Handtasche mit und sprühe den dann immer nochmal nach. Das ist ja auch so ein Lifestyle-Gefühl. Ein Herr wird sich wohl kaum einen Spice-Bomb in der Arschtasche stecken und dann nochmal sprühen. Von daher, ein Mann sprüht sich morgens ein und will abends noch riechen. Und das hat er damit auch definitiv erreicht. Ganz toller Duft, Spice-Bomb, wirklich intensiv, wirklich herb. Nichts für den Herrn, der sagt, ach, ich stehe auf Lacoste-Düfte und alles frisch, tütü. Gar nichts. Also es ist wirklich ein intensiver, luxuriöser, extrem männlicher Duft. Aber ein Traum. Oh, ich liebe den. So, meine Haselens, ich hoffe, ich konnte euch noch ein paar Tipps geben. Macht mit bei dem Gewinnspiel. Wie gesagt, nochmal 15. Januar. Ich möchte von euch wissen, was fällt euch auf, was fehlt heute an mir. Und schreibt mir hier unter dem Video einen Kommentar. Also nicht auf Facebook, nicht auf Twitter, nicht auf Instagram, sondern wirklich hier unter dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Glück beim Mitmachen. Und falls wir uns nicht nochmal vor Weihnachten sehen, ich glaube es, ich kriege es zeitlich nicht hin. Ich versuche es schon allein, um euch den Baum mal zu zeigen. Ich versuche es hinzukriegen. Falls aber nicht, wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wollte mich an dieser Stelle nochmal für eure liebe Unterstützung dieses Jahr bedanken. Und ja, also es ist, oh, ich muss heulen, das ist ganz schlimm. Weihnachten ist ganz schlimm für Franzi. Ja, ich bin einfach mega froh, dass ich euch habe und super dankbar, dass ihr immer hinter mir steht. Und ja, schütz auch, sonst muss ich heulen. Also Haseleins, ein wunderschönes Weihnachtsfest für euch und eure Familie und eure Lieben. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss.